Herzlich willkommen beim Videocheck. Heute geht es um einen Camcorder für 70 Euro. Ob das ganze Ding was taugt, ich würde sagen, machen wir erst den Videocheck und gucken dann auf die Details. Ab geht's. Ganz kurz, bevor wir das Video starten, ich bin mega enttäuscht. Ich habe noch nie so eine schlechte Videoqualität gesehen. Ich nenne euch gleich noch ein paar Alternativen, aber dieses Gerät bitte nicht kaufen. Also ich weiß ja nicht, was die Leute geraucht haben, die diese Kamera hier gebaut haben. Das ist auf jeden Fall kein Full HD. Das ist total körnig und pixelig. Wir haben normalerweise beste Wetterbedingungen und da dürfte normalerweise kein körniger Hintergrund oder irgendwas Rauschiges sein. Wir haben hier keinen Bildstabilisator. Wir haben hier, Moment, ich kann euch das mal zeigen, einen digitalen Zoom, wo die Qualität des Videos von schlecht in noch schlechter wird. Also kein optischer Zoom. Das ist totale Grütze. Sowas kann man nicht, das verkauft man nicht mehr. Und vor allem, das ist doch nie im Leben. Guckt das doch mal an. Ist das Full HD? Das ist Durchfall, ist das. Also ich mag das Ding gar nicht weiter benutzen. Ich meine so, die Haptik und so, das ist echt cool, ne? Aber das ist absoluter Müll. Ich meine, wir haben hier so einen Nachtsichtmodus mit rein. Ich blende den mal kurz mit ein, ne? Das ist ja ganz nett, ne? Aber oh, da fehlen mir echt die Worte und das macht mich wirklich sauer, weil das ist in meinen Augen auf jeden Fall schon Betrug. Ich klappe die Kiste wieder zusammen und kommen wir zum Fazit. Und ich hoffe, ihr gebt mir recht. Ist das Full HD? Nein, das ist kein Full HD. Das ist in meinen Augen Betrug am Kunden. Das vielleicht das Format ist Full HD, aber die Qualität ist doch niemals im Leben Full HD. Wie da überhaupt positive Bewertungen für diesen Artikel auf Amazon entstehen konnten, das weiß ich nicht. Ihr könnt gerne selber gucken. Ich verlinke euch das natürlich unten mit in die Infobox hinein. Was natürlich wichtig ist, noch dazu zu sagen, gibt man 30 Euro mehr aus, dann hat man von JVC eine richtig gute Kamera, mit der man auch gut arbeiten kann. Verlinke ich euch natürlich auch gerne unten mit in die Infobox. Das war einer der ersten Kameras, mit der ich überhaupt angefangen habe zu filmen und wo man auf jeden Fall unterwegs gute Ergebnisse erzielen kann. Ansonsten kann man besser noch das Handy benutzen als diesen Sondermüll hier. Ich kann das auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Ansonsten ist die Kamera wirklich sehr cool gemacht. Wir haben hier so ein Display, das man drehen kann. Gut hier vorne, das ist ein Fake-Fokus-Ring. Man kann den Akku wechseln, das ist wirklich sonst eigentlich cool, das Handling und die Verarbeitung. Aber das Wichtigste, wo man eigentlich drauf Wert legt, ist doch eigentlich die Videoqualität. Ich meine gut, die Soundqualität ist auch schlecht. Man kann hier kein externes Mikrofon anschließen. Ist nicht ganz so schlimm, kann man bei den meisten Camcorder nicht. Aber dann sollte wenigstens halbwegs die Qualität stimmen. Und das Ganze hört sich wirklich so an, als wenn man eine Socke im Mund hat, wie so ein Holländer, der am Reden ist. Und man versteht wirklich kaum oder schlecht etwas. Also das Produkt ist auf jeden Fall mega sowas von durchgefallen. Das ist Betrug. Normalerweise müsste man den Leuten das dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint. Ich hoffe, das war dir trotzdem hilfreich und du machst deswegen keinen Fehlkauf. Wenn ja, lass doch ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Bleib sauber, ordentlich und anständig und lasst euch nicht verarschen. Ciao.